bestimmt gelesen, was ich geschrieben habe. Wir werden heute Abend ein spezielles Thema haben. Und zwar hatte mir das der Herr schon eine längere Zeit aufs Herz gelegt, dass wir die Leute, die Geschwister, die Teams, die Lobpreisleiter, die uns hier vorne so wunderbar dienen mit ihren Gaben, ein bisschen in die Tiefe führen, was das bedeutet eigentlich, wenn wir vorne stehen und Gott loben und preisen. Und ich hatte gedacht, wir könnten ein kleines Seminar dazu machen, war aber logistisch ein bisschen schwierig. Und dann hatte ich den Eindruck, warum nicht die ganze Gemeinde mit hineinnehmen. Und darum werdet ihr heute ein bisschen wie in der Schule sitzen. Also es ist eine kleine Schulung zum Thema Lobpreis und Anbetung. Und weil das zwei Dinge sind, die nicht ganz das gleiche, den gleichen Schwerpunkt haben, werde ich zwei Samstage über diese zwei Themen sprechen. Und heute beginnen wir mit Lobpreis. Wenn ihr eure Bibel mitgenommen habt, dann nehmt die bitte nach vorne, wir werden die gleich brauchen. Wenn ihr euch Notizen machen möchtet, dann nehmt einen Stift und was zum Schreiben oder das Handy. Dann können wir heute ein bisschen lernen zusammen, was ist Lobpreis. Welches Wort kommt dir in den Sinn, wenn du Lobpreis hörst? Wenn du denkst, du willst Gott loben und preisen, was sagen wir dann? Wenn etwas Tolles passiert, dann sagen wir, nochmal, Halleluja, oder? Sagt ihr auch manchmal Halleluja, wenn euch was Tolles passiert? Okay, habt ihr schon mal überlegt, was Halleluja heißt? Oder wer weiß, was Halleluja heißt? Parmesus tutihos, Mahimahos, das ist die gleiche Übersetzung in Nepali und heißt das gleiche auf Nepalesisch, nämlich, was heißt Halleluja? Lobet den Herrn. Genau. Ich hatte gedacht, da wir jetzt so ein bisschen in der Schule sind, bringe ich euch mal die korrekte Erklärung, was Halleluja bedeutet. Halleluja, der Ausruf Halleluja, setzt sich aus der Befehlsform des Verbs Halal zusammen. Halal ist ein hebräisches Verb und bedeutet rühmen, Gott preisen. Und dieses H, dieses Hallelu heißt preiset und Ja ist die Kurzform von Ja, Yahweh. Yahweh, Yahweh, der Gottesname. Ne? Halleluja, lasst uns zusammen Ja preisen. Lasst uns zusammen Gott preisen. Oder auf Deutsch oder auf Nepali preisen, lobt den Herrn. Ich hatte euch von der Bibelschule von Michael Böker, einige von euch waren da, ich war auch da, drei Definitionen von Loben und Preisen gebracht. Drei aus dem Alten Testament und drei aus dem Neuen Testament. Und da wir die Erlaubnis haben, das Gelernte zu multiplizieren in die Gemeinde hinein, nehme ich das jetzt einfach eins zu eins von der Bibelschule der DGGM, der Deutschen Gemeindegründungsmission, mit Erlaubnis von unserem Lehrer damals, also Pastor Böker. In dem Alten Testament habe ich heute nur drei von vielen Worten mitgebracht, um so ein bisschen zu erklären, was noch alles da drin ist. Das Wort, das Verb Halal, heißt preisen, feiern, einen klaren Ton abgeben. So etwas Ähnliches, was das Shofar macht. Ne? Leuchten. Halal heißt drauf leuchten, also dieses Preis leuchtet vor den Menschen. Freude ausdrücken, rühmen, angeben, prahlen. Also, hey, was habe ich für einen tollen Gott? Schau mal, was der alles gemacht hat. Sich selbst vergessend lernen, so wie das kleine Kinder machen. Ne? Die nehmen Rasse und machen ohne aufzuhören, einfach und jeder macht mit und ist so laut wie möglich, so schräg wie möglich, so fröhlich wie möglich.
Wort Halal, sich selbst vergessen lernen, so wie das kleine Kids machen, sich begeistern. Das Wort Yada heißt die Hand ausstrecken. Also wenn wir Gott loben, sieht man oft, dass wir die Hand ausstrecken oder beide Hände ausstrecken. Das ist ein Ausdruck, dass wir Gott anbeten mit erhobenen Händen und damit Gott ehren. Das treffen wir oft im Alten Testament, dass Leute Gott mit erhobenen Händen gelobt und gepriesen haben. Das Wort Samar beinhaltet, dass man Gott mit Musik lobt, also nicht nur mit Worten. Ich preise dich, ich bete dich an, du bist der Größte, du bist der Einzige, du bist der Ewige und so weiter, sondern mit Musik und mit Gesang. Das ist alles mit drin im Alten Testament, wenn die Menschen Gott verehren und preisen. Im Neuen Testament habe ich euch auch drei von mehreren, gibt noch mehr Worte mitgebracht. Das Neue Testament wurde in Griechisch geschrieben, wie viele von euch wissen. Und deswegen sind dies drei griechische Worte, wenn ich nicht ganz daneben liege. Epainos heißt Lob, eine empfehlenswerte Sache. Also wenn wir sagen, das beste Essen kriegen wir in diesem und diesem und diesem Restaurant, dann loben wir ein Empfehlen etwas weiter. Und das ist mit drin im Wort Epainos. Eine gute Sache empfehlen. Dann treffen wir hier das Wort Doxa. Und ich weiß nicht, ob wer in der Landeskirche vielleicht schon mal in der Liturgie gesessen hat und die Liturgie gelesen hat, da gibt es die große Doxologie, oder? Das kommt von dem Wort Doxa, Ruhm, wir rühmen. Und das letzte Wort aus dem Neuen Testament, Arete, Mannhaftigkeit bzw. Exzellenz. Gott, du bist der Einzige, du bist der Höchste, dir ist alles möglich, du bist exzellent, du bist größer als alles andere, du hast die Kraft, du hast die Power, du bist der alles vermag. Ne? Das ist alles damit drin, exzellent. Also, ich fasse ein bisschen zusammen, was Loben, Gott loben und preisen ist. Es ist begeistert sein von Gott. So wie wir begeistert sind vom FC Bayern München zum Beispiel. Also ich setze mich jetzt in die Westen hier im Ruhrgebiet. Aber wenn ich von einem Fußballverein begeistert sind und viele laut grölen, loben, ihre Fahnen schwenken und ihre Bänder, ihre Schals schwenken. So können wir begeistert sein von unserem Gott, weil er ist nämlich noch viel toller als der FC Bayern. Seine Freude Ausdruck geben. Und das kann ruhig laut sein im Lobpreis. Wir tanzen, wir singen, wir loben, wir klatschen. Der Freudig da in seine Rassel macht tschick, 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 tschick. Oder einer bläst das Schofar oder die Kinder bringen die Fahnen dahinter und tanzen mit der Maya. All diese Dinge sind mit drin, Begeisterung und Freude auszudrücken für unseren Gott. Wir rühmen laut Gottes Taten, wir erzählen allen, was für einen tollen Gott wir haben. Und wie die Kids können wir uns einfach vergessen im Lobpreis und sagen, Herr, du bist so toll, ich gebe heute alles, um dich zu loben mit meiner Stimme, mit meinem Ausdruck, mit meinem Tanz, mit meinem Musikinstrument, mit meiner Gitarre. Ich habe heute ein bisschen Gitarre geübt mit dem Babuk, weil das ist einfach so toll, wenn der in den Fluss kommt, dann geht es richtig los. Ne? Und dann spielt nicht nur die Hand, dann spielt der ganze Körper. Und das ist so schön. Und das heißt Gott loben und preisen. Das ist einfach schön. So wie die Kids alles andere vergessen. Allen erzählen, was er getan hat. Prahlen mit unserem Gott. Er ist toller als alles andere, was ich bis jetzt erlebt habe. Was ich mit Gott erlebt habe, habe ich noch mit niemandem erlebt.
wie heute die Maya hier vorne steht und sagt, ich hatte meine Pläne, aber was Gott gemacht hat, ist noch viel toller. Und quasi so ein kleiner Werbeblock, probier es doch aus. Ne? Mein Gott ist toll und es lohnt sich, das auszuprobieren. Das alles ist drin im Wort Lobpreis. Und dann im Gottesdienst zum Beispiel die Hände heben und mit unseren erhobenen Händen seinen Namen zu erheben, wie wenn wir ihn noch höher setzen möchten. Wir drücken das mit unseren erhobenen Händen aus. Du bist hoch erhoben. Wir singen das nicht nur, unser ganzer Körper zeigt das. Du bist hoch erhoben. Und es gibt diese Stellen in der Bibel, wo Menschen heilige Hände hochheben sollen. Das ist jetzt aus dem Neuen Testament, dass Männer heilige Hände hochheben sollen, um Gott zu loben und zu preisen. Vor ihm dürfen wir jubeln, vor ihm dürfen wir tanzen, vor ihm dürfen wir musizieren, vor ihm dürfen wir jodeln, die Schweizer jodeln gerne, die Nepalesen, die tanzen gerne, das werden wir hoffentlich an Weihnachten sehen. Also ich habe die fröhlichste Weihnacht meines Lebens in Nepal erlebt, wo Gott gelobt wurde mit Tanz, und habe ich noch nie erlebt. In der Schweiz, in Europa ist Weihnachten ziemlich gesittet, also wir sitzen und wir loben Gott im Sitzen. Aber in Nepal, da tanzen die Leute an Weihnachten, so habe ich noch nie erlebt. Und ich freue mich schon, dass ich das wieder mal erlebe. Da hat alt und jung, groß und klein, hat einfach getanzt vor Gott. Jeder so wie er konnte, das war einfach schön. Das darf alles sein, weil wir seine Herrlichkeit proklamieren und ihm die Ehre geben. Mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, das kann bunt sein, das kann laut sein, aber es ist und soll von Herzen sein. Im Lobpreis, wenn man das in einem Satz zusammenfassen oder auf einen Satz kürzen sollte, im Lobpreis loben wir Gott für das, was er getan hat. Wir loben Gott für das, was er getan hat. Und wenn du Notizen nimmst, ist das ein guter Satz. Wenn ich jetzt Bibelschullehrerin wäre, würde ich diesen Satz in der Prüfung fragen. Was heißt Lobpreis? Was machen wir im Lobpreis? Wir loben Gott für das, was er getan hat. Und das ist einer der Unterschiede zur Anbetung. Und davon hören wir mehr nächste Woche. Im Lobpreis loben wir Gott für das, was er getan hat. Mit allem, was wir sind, mit unserer ganzen Freude, Kraft, unserem Allem, was wir ausdrucken können, loben wir Gott für das, was er getan hat. Wir schauen uns jetzt zwei Bibelstellen an dazu. Du kannst gerne deine Bibel aufschlagen bei den Psalmen. Gucken uns zwei Psalmen an. Wie viele wissen, haben viele der Psalmen der König David geschrieben. König David war ein Lobpreiser, schon bevor er König geworden ist. Er war ein Hirte, er war draußen auf dem Feld mit seinen Schafen. Und er hat die Harfe gespielt, wenn er alleine war, wenn er Zeit hatte und hat Gott mit seinem Instrument gelobt und gepriesen und ihn dadurch sehr gut kennengelernt. Er hat eine ganz tiefe und enge Beziehung zu Gott bekommen durch diese Lobpreiszeiten, durch sein Herz, was den Herrn so geliebt hat und im Lobpreis ihm diese Liebe ausgedrückt hat. Und der König David hat viele seiner Lieder aufgeschrieben. Wenn du Psalmen liest, liest du sehr oft ein Lied, das dieser König, der früher Hirte war und dann König wurde, geschrieben hat. Psalm 34, die Verse 2 bis 4. Wer liest uns das vor von vorne? Könnt ihr alle das sehen? Einer kann das vorlesen, bitte. Laut. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Ja. Beständig soll sein Lob in meinem Mund sein.
Den Herrn will ich preisen, wann? Im Gottesdienst von 6 bis 7? Wann lobe ich und preise ich den Herrn? Was steht hier? Alle Zeit. Das heißt, am Morgen, wenn ich aufwache, oh, guten Morgen, Herr. Schön, dass du bei mir bist. Ich hab dich lieb. Danke für diesen neuen Tag. Danke, dass du mit mir warst diese Nacht, dass ich aufgewacht bin. Nicht alle sind heute Morgen aufgewacht. Ich durfte heute aufwachen zu einem neuen Tag. Danke, Herr. Amen. Zwei Sätze. Aber so kannst du den Tag beginnen mit dem Herrn. Beständig ist ein anderes Wort für immer. Immer soll sein Lob in meinem Munde sein, wenn ich zur Arbeit fahre und im Auto oder in der Straßenbahn ein bisschen Zeit habe. Kann ich ein Lobpreislied hören in meinem MP3-Player oder von meinem Handy oder von meinem CD? Ich kann jederzeit einen kleinen Lobpreisblock einfügen in meinen Tagesablauf. Wenn ich Mittag esse und meine Kollegen lästern über den Chef, kann ich sagen: Tschüss, ich mache einen kleinen Spaziergang und ziehe mir meinen Kopfhörer an, mache eine Runde ums Haus und sage: Danke, Herr, dass ich Arbeit habe. Danke, Herr, für meinen Job. Danke, Herr, für meinen Chef. Danke, Herr, für deine Kraft, die du mir gibst, für diese Arbeit. Danke für die Finanzen, die du mir dadurch schenkst. Ich lobe und ich preise dich. Du kannst zu jeder Zeit Gott loben und preisen. Bevor du schläfst, sagst du: Herr, das war ein voller Tag. Ich bin so fertig und so müde, aber danke, dass du mit mir warst. Danke, dass du mir Kraft gegeben hast. Danke für mein weiches, warmes Bett. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht, Herr. Hab dich lieb. Bis morgen. Kannst Gott immer, immer in jedem Moment deines Alltags mitnehmen und ihn erhöhen und ihn loben. Und interessant ist hier, das steht: Die Sanftmütigen werden es hören und sich freuen. Menschen hören das, wenn du den Herrn lobst und preist. Wenn du anders sprichst, wenn du nämlich von so einer Lobpreisrunde um das Haus zurückkommst, wirst du keine Worte finden, um den Chef zu lästern, weil dein Herz ist voll mit Lobpreis. Du wirst anders sprechen als der Rest der Mannschaft. Mir ist das passiert im Krankenhaus, wo ich bis 2003 gearbeitet habe. In Bad Kreuznach war ich in einer Klinik als Krankenschwester, in einer Psychosomatik, und habe bald gemerkt, dass in der Mensa im Mittagessen genau das passiert, was ich euch jetzt erklärt habe. Alle haben über den Chef oder über die Patienten oder über die Ärzte oder über die Therapeuten oder über das Wetter oder über zu wenig Lohn oder über die Politik oder über irgendwas haben sie alle was gewusst zu erzählen. Aber ich habe bald gemerkt, das ist nicht gut für mich. Ich gehe mit runter und ich fange am Schluss auch noch an so zu reden. Das will ich nicht. Und dann habe ich gesagt: Tschüss zusammen. Ich nehme mein Sandwich, ich setze mich in den Garten. Und dann habe ich die Bibel mitgenommen, mein Sandwich mitgenommen, habe ich im Garten gesetzt und habe meine Mittagspause allein mit dem Herrn im Garten genossen. Und ich kam ganz anders zurück. Und am Schluss haben die Kollegen das gemerkt, die haben in meiner Gegenwart nicht mehr gelästert. Die haben mich nicht mehr dumm angemacht, weil ich nicht das Gleiche getan habe wie sie. Sie haben mich respektiert. Und das war wirklich wie umgedreht dann. Also mein Verhalten hat sie angesteckt. Und da mache ich dir Mut. Wenn du in einem Team bist, lass dich nicht mitreißen mit den anderen. Hab den Mut, anders zu sein. Weil dein Licht wird die anderen blenden. Irgendwann werden sie sehen, dass du anders bist und dass Jesus in dir ist. Und das Interessante war, dass sie mich angefangen haben zu fragen, was denn bei mir anders ist. Und dann gab es eine Therapeutin, war das glaube ich, die hatte ein Gebetsanliegen, die wollte gerne ein Baby bekommen und konnte kein Baby bekommen. Und dann kam die zu mir und hat gesagt: könntest du für mich beten? Und dann habe ich für sie gebetet, irgendwo, ich weiß nicht mehr, Schwesternzimmer oder ich weiß nicht mehr wo, wir haben gebetet und 3 Monate später war sie schwanger. Und ich habe mich so gefreut und
zeigt, dass wir anders sein dürfen als die anderen und mittendrin sein Licht bringen dürfen. Die Sanftmütigen werden es hören und sich freuen. Die Leute werden sehen, dass du anders bist, wenn in deinem Herzen Lobpreis ist, anstatt lästern oder was anderes. Wir haben vorhin ein Lied gesungen. Das ganze Lied ist eigentlich ein Bild für diesen Lobpreis. Das ist das große Halleluja aus Psalm 150. Nimm doch mal deine Bibel und schlag Psalm 150 auf. Straße gehen. Und da freue ich mich so sehr über Pastor Sergej, der einfach seine Gitarre
Straßeneinsatz im wunderbaren Lobpreis mitten auf der Straße von meiner Eitelhaft. Und einfach den Namen Jesu groß machen. Allen sagen, wie toll wir gehen ein bisschen an mit unserem Gott und sagen, was für einen tollen Gott wir haben. Und wir erheben auch seinen Namen über alle anderen Namen, über alles, was einen Namen hat in dieser Stadt, erheben wir den Namen Jesu. Halleluja, so soll es sein. Gepriesen ist der Herr. Lobpreis hat ganz viele Facetten. Lobpreis soll ein Lebensstil sein. Ist nicht etwas, was nur in der Gemeinde stattfindet. Lob und Preisen soll rühmen, sich für ihn begeistern, seine Taten rühmen, ihm danken, gut über ihn sprechen, mit ihm prahlen, mit ihm angeben, singen, tanzen, musizieren. Das ist nicht etwas, was nur in der Gemeinde stattfindet, sondern mach es zu deinem Lebensstil, wie ich vorhin ein bisschen illustriert habe. Beginne deinen Tag schon mit Lobpreis und ende deinen Tag mit Lobpreis. Das kann nur zwei Sätze sein, das ist etwas, was zwischen dir und Gott stattfindet. Es gibt so viele Gründe, Gott zu loben und zu preisen. Lass uns ein bisschen sammeln. Warum würdest du sagen, ich will Gott loben und preisen? Was ist ein Grund, Gott zu loben? Weil er so toll ist. Yes! Errettung. Weil er uns gerettet hat. Halleluja. Warum würdest du Gott preisen und loben wollen? Es gibt tausend Gründe, wie wir singen oft. Ne? 10.000 Gründe. Ich habe ein paar zusammengetragen, weil er so toll ist, weil er so gut ist, weil er treu ist. Er gibt uns nie auf, hast du es auch schon gemerkt. Wir sind nicht immer gut drauf und wir machen nicht immer alles richtig. Und manchmal laufen wir sogar ein Stück weg von ihm und machen unser eigenes Ding. Was macht er? Wie der Papa in Lukas 15. Er steht hier mit offenen Armen und er wartet auf uns. Und freut sich, wenn wir zurückkommen zu ihm. Er ist immer treu, nicht nur dann, wenn wir alles richtig machen. Er ist barmherzig. Er handelt nicht mit uns, nachdem wir es verdient haben. Er ist voller Liebe und er ist barmherzig. So wie wir uns über unsere Kinder erbarmen. Wenn mein Kind die Milch über den Mittagstisch gießt und ich muss wieder putzen, das ist schon gestern passiert, vorgestern. Was mache ich dann? Bin ich dann sauer oder sage ich dann, okay, du wirst es noch lernen, oder? Er ist barmherzig mit uns. Ich war nicht immer barmherzig, aber er ist Gott sei Dank. Er ist würdig. Er ist Gott und er ist würdig, dass wir ihn loben und preisen. Wir loben und preisen ihn, weil wir ihn lieben. Einfach weil er uns so lieb ist, weil er unser Liebstes ist, weil er das ist, was unser Herz erfüllt, weil er das ist, nach dem unser Herz sich sehnt. Weil er das ist, was das Erste ist, wo wir morgen dran denken und das Letzte, wo wir am Abend dran denken. Weil wir ihn lieben. Darum sagen wir ihm das auch und loben und preisen ihn. Und weil er sich freut, du weißt ja, wir haben diese Liebesbeziehung mit Jesus und mit Gott dem Vater. Und es gibt nichts Schöneres, als mit dem Menschen, mit der Person, die du am meisten liebst, Zeit zu verbringen. Und ihm zu sagen, dass du ihn liebst. Und ihm zu sagen, wie toll er ist. Und ihm zu sagen, dass du dankbar bist und dass du dich freust, mit ihm zusammen zu sein. Darum loben und preisen wir ihn. Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil das ein guter Christ so tut. Nicht, weil wir das in der Schule gelernt haben, in der Bibelschule. Wir müssen Gott loben und preisen. Nein, es ist diese Liebesbeziehung, weil wir ihn lieben. Und weil wir ihm das sagen wollen, weil wir wissen, er freut sich, wenn wir ihm das sagen, weißt du? Er liebt dich nämlich auch. Er liebt dich mehr, als du dir vorstellen kannst. Und er freut sich, wenn er das hört von deiner Lippe. Ich liebe dich, Papa. Ich lobe dich. Du
alleine bist würdig, niemand sonst ist würdig, das ist ein Lobe. Ich möchte aber heute dir eine andere Dimension noch von Lobpreis vorstellen. Vielleicht war bis jetzt nicht viel Neues für dich dabei, aber ich würde dir gerne dich mitnehmen in die Bibel, ins Wort Gottes und dir zeigen, dass Lobpreis noch mehr ist als nur unsere Liebessprache mit Gott und unser Deklarieren, wer Gott ist. Lobpreis ist eine geistliche Waffe. Wusstest du das? Ja, einige wissen das. Yeah. Einige wissen das und wissen auch, warum ich das sage, weil wir das nämlich brauchen in unserem geistlichen Kampf. Lobpreis verändert die geistliche Atmosphäre. Das nächste Mal, wenn du richtig down bist, das nächste Mal, wenn du denkst, wie die Hatice erzählt hat, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, das hat alles keinen Sinn mehr, fang an mit Danken und mit Loben und mit Preisen und du wirst sehen, wie sich dein Denken, dein Herz und die Atmosphäre um dich herum verändert. Lobpreis ist eine geistliche Waffe. Ich habe euch für das alles Bibelstellen mitgebracht, nachher werden wir das lesen. Lobpreis bringt Sieg über die Feinde. Weißt du, diese negativen Gedanken, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Sie hat sogar gesagt, ich will nicht mehr leben. Lobpreis bringt Sieg über diese Gedanken. Diese Gedanken sind geistliche Mächte, die deine Gedanken angreifen. Und Lobpreis ist genauso eine geistliche Macht, die diese Gedanken bekämpft und dich in die Freiheit führt. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir loben und preisen. Und dazu habe ich dir eine Bibelstelle mitgebracht. Entschuldigung, Elena, die hatte ich dir nicht geschrieben. Ein Vers in Jesaja 61. Jesaja 61, Vers 3. Jesaja 61, Jesaja ist hinter Psalmen, Sprüchen, wo es liegt. Dann kommt Jesaja, Prediger. Da habe ich leider diese präzise Formulierung, die wir hier in der King James Version finden, die habe ich in Deutsch leider in keiner Übersetzung so präzise gefunden, darum habe ich sie auf Englisch mitgebracht. King James Version, haben wir auch in der Bibelschule gelernt, ist die Übersetzung, die am nächsten am Urtext ist. Und das hier ist King James Version, also das ist nahe am Urtext. Und da steht in Englisch, ich übersetze es gleich auf Deutsch, the garment of praise for the spirit of heaviness. Da steht, das Gewand des Lobpreises hilft uns gegen den Geist der Schwermut oder der Depression, wie wir heute sagen würden, oder der Entmutigung in einfachem Deutsch, oder des Niedergeschlagenseins. Lobpreis verändert die geistliche Atmosphäre in deinem Herzen, in deinem Haus. Wenn du anfängst, deine Gitarre zu nehmen oder deinen Mund aufzumachen und Gott zu loben und zu preisen, muss der Teufel fliehen mit seinen negativen Gedanken, muss der Feind fliehen mit seinen Entmutigungsattacken. Und ich sehe einige nicken, einige haben das erlebt, ich habe das erlebt auch. Manchmal kann man nicht mehr, manchmal ist man nur da und ist irgendwas passiert, was man nicht verhindern konnte, nicht vorhergesehen hat, man wird überrumpelt von irgendeiner Situation und ist entmutigt, liegt am Boden, kann sich selber nicht mehr richtig helfen, dann hilft Lobpreis. Probier es mal aus, wenn du es noch nicht kennst. Sie gibt zu, es ist tatsächlich so, sagt Violetta. Ja, es ist kein Gerücht, es ist nicht eine Erfindung, das ist hier Gottes Wort. The garment of praise helps us against the spirit of heaviness.
Karten sind schon am Proben für nächste Woche Samstag. Und ihr werdet sehen, da wird ein Lied dabei sein, das genau das beschreibt. Genau diesen geistigen Kampf beschreibt. Diese Waffe des Lobpreises beschreibt. Ich möchte dazu eine Geschichte mit euch lesen. Wir gehen ins Alte Testament. Die meisten von euch kennen diese Geschichte, aber es illustriert einfach so genau das, was ich hier sagen möchte. Wir gehen zu Josua 6. Josua ist direkt nach dem 5. Buch Mose. Josua 6. Die Verse 1 bis 20. Und ich lese euch das vor aus der Hoffnung für alle. Ich lese es vor, weil es über das Mikrofon besser zu verstehen ist. Und ich lese vor aus der Hoffnung für alle, weil es so einfach formuliert ist, dass man es gut verstehen kann. Zwei Worte zum Kontext. Mose ist gestorben und hat die Führung des Volkes Israel an Josua, seinen Nachfolger, gegeben. Josua ist jetzt der Leiter des Volkes Israel. Er ist derjenige, der das Volk in das verheißene Land führen darf. Er hat aber ein bisschen Angst. Darum schickt er erstmal zwei Männer aus zu der nächstgelegenen Stadt, zu Jericho. Die sollen mal die Lage checken. Und die Männer werden von einer Frau aufgenommen, eine Frau, eine Prostituierte, nehmen sie auf und von ihr erfahren die Männer, dass das ganze feindliche Jericho Angst hat vor den Israeliten, weil sie gehört haben, dass Gott vor ihnen Wunder getan hat. Und sie wissen, diese Hure Rahab, wie sie, diese Frau, hat gewusst, dass die Leute um sie herum Angst haben vor den Israeliten. Und sie sagt, ich weiß, euer Gott wird unsere Stadt und unser Land in eure Hand geben. Und das hat den Kundschaften so viel Mut gegeben, sie zurück zu Josua und sagt, weißt du, was wir gehört haben? Wir haben alle Angst vor uns. Gott hat das schon vorbereitet. Die wissen, dass wir sie überwältigen werden, weil sie wissen, du Gott bist mit uns. Und Josua hat, diese Frau hat den beiden Kundschaften das Versprechen abgenommen, wenn er kommt, dann verschont mich. Ich helfe euch jetzt zu fliehen, aber dann müsst ihr mich verschonen. Und die versprechen ihr das tatsächlich. Und Josua will es wissen. Er hat gesehen, wie Mose mit seinem Stab das Rote Meer geteilt hat, aber er hatte sowas selber noch nie erlebt und hat gesagt, okay, mal gucken, ob das wirklich funktioniert, ob wirklich Gott mir mit diesem Auftrag auch die Autorität gegeben hat. Und Gott sagt ihm, er soll über dem Jordan, gucken, dass ich es richtig sage, er soll den Jordan, bevor der Überquerung des Jordans, soll sich das ganze Volk reinigen und dann sollen sie die Bundeslade voraustragen vor dem Volk in den Jordan hinein. Und wenn die Priester mit der Bundeslade im Jordan stehen, dann wird der Herr den Jordan teilen. Das ist passiert und jetzt sind sie auf dem Weg nach Jericho. Ich kürze ein bisschen ab, weil es noch mehr dazwischen passiert, aber ich kürze ein bisschen ab. Jetzt lese ich euch, was passiert ist, als sie diese Stadt Jericho antreffen. Jericho war mit hohen Mauern umgeben, anscheinend unmöglich einzunehmen, aber Gott hatte ihnen verheißen, sie werden Jericho einnehmen. Josua 6, Vers 1. In Jericho hatte man aus Angst vor den Israeliten sämtliche Tore fest verriegelt. Niemand kam mehr heraus oder hinein. Da sprach der Herr zu Josua: Ich gebe die Stadt
ihren König und seine Soldaten in eure Gewalt. 6 Tage lang sollt ihr jeden Tag einmal mit allen kampffähigen Männern um die Stadt ziehen. Nehmt die Bundeslade mit. Was war in der Bundeslade? Was repräsentiert die Bundeslade? 10 Gebote? War da nicht auch dieser Stab Aarons? Ja, die Bundeslade repräsentiert die Gegenwart Gottes. Die war in der Stiftshütte im Allerheiligsten, da wo Gott wohnt. Und die Bundeslade soll Josua nehmen. Nehmt die Bundeslade mit. Lasst 7 Priester mit 7 Widerhörnern in der Nähe. Lasst 7 Priester mit Widerhörnern in der Hand vor der Bundeslade hergehen. Am 7. Tag sollt ihr 7-mal in die Stadt ziehen und die Priester sollen die Hörner blasen. Wenn der langgezogene Signalton des Widerhorns ertönt, so stimmt ein lautes Kampfgeschrei an. Dann wird die Stadtmauer einstürzen und ihr könnt von allen Seiten nach Jericho eindringen. Josua, der Sohn Nuns, rief die Priester zusammen und wies sie an. Nehmt die Bundeslade des Herrn. 7 von euch sollen mit Widerhörnern vor dem Herrn ziehen. Dem ganzen Volk befahl er, macht euch bereit und geht um Jericho herum. Die Soldaten vorn, dahinter die Priester mit der Bundeslade und am Schluss alle anderen. Also zuerst die Soldaten, dann die Priester mit den Hörnern und dann die Priester mit der Bundeslade. Dahinter das Volk. Nachdem Josua dem Volk seine Anweisungen gegeben hatte, stießen die Priester in die Hörner und alle brachen auf. Und damit man sich das ein bisschen vorstellen kann, habe ich euch ein Foto, ein Bild, nicht ein Foto, ein gemahlenes Bild mitgebracht. Vorne gingen die Priester mit den Schofaren, mit diesen Widerhörnern, wie der Rabbi manchmal hier bläst für Israel. Das sind diese Widerhörner, ja, die die Priester geblasen haben. 7 Priester gingen vorne weg. Dahinter kam die Bundeslade, dahinter kam das normale Volk. Nachdem Josua dem Volk seine Anweisungen gegeben hatte, stießen die Priester in die Hörner und alle brachen auf. An der Spitze des Zuges marschierten die Soldaten. Hinter ihnen gingen die 7 Priester, die nun unablässig ihre Hörner bliesen, und die anderen Priester mit der Bundeslade. Den Schluss bildet das übrige Volk. Zuvor hatte Josua angeordnet, macht keinen Lärm. Verhaltet euch ganz still, bis ich euch befehle, ein lautes Kampfgeschrei anzustimmen. Dann aber schreit, so laut ihr könnt. So zogen sie mit der Bundeslade einmal um Jericho herum und kehrten anschließend wieder in ihr Lager zurück, wo sie übernachteten. Die Priester gehen voraus. Diese Widerhörner, die Schofars, waren Lobpreisinstrumente. Jetzt habe ich gerade gelesen, bis Vers 11. Das heißt, Lobpreis ging voraus. Lobpreis ging voraus. Hintendran kam die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes in Form der Bundeslade. Ansonsten hat niemand gekämpft, niemand gesprochen, keiner hat irgendwas gemacht. Man hörte nur Lobpreis. Die Bundeslade, Gottes Gegenwart, und dann kam das Volk 6 Tage lang. Am 7. Tag brachen sie bereits bei Sonnenaufgang auf und zogen wie zuvor um die Stadt herum. An diesem Tag jedoch 7-mal. Beim 7. Mal, als die Priester die Hörner bliesen, rief Josua dem Volk zu:
Schreit, so laut ihr könnt, der Herr gibt euch Jericho. Vers 17. Gottes Zorn wird die ganze Stadt treffen. Alles in ihr muss vernichtet werden. Nur die Prostituierte Rahab soll am Leben bleiben und jeder, der bei ihr im Haus ist, denn sie hat unsere Kundschafter versteckt. Hütet euch davor, irgendetwas für euch zu behalten, worüber Gott sein Urteil verhängt hat. Ihr dürft nicht die Strafe Gottes vollstrecken und euch gleichzeitig selbst schuldig machen. Sonst wird Gottes Zorn auf uns treffen und Unheil über unser Volk bringen. Das Silber und Gold und die Gegenstände aus Bronze und Eisen gehören dem Herrn. Sie sollen in der Schatzkammer des heiligen Zeltes aufbewahrt werden. Die Priester bliesen ihre Hörner. Wie machst du immer mein? Ne? Diese Kaufgeschrei. Und das Volk stimmte jetzt das Kriegsgeschrei an. Ne? Da stürzte die Mauer von Jericho ein. Die Israeliten stürmten die Stadt und von allen Seiten und eroberten sie. Siehst du, was für eine Kraft Lobpreis hat? Die mussten nicht kämpfen. Die haben kein Schwert gezückt. Gott hat diese scheinbar unüberwindbare Mauer überwunden für sie. Das ist die Kraft von Lobpreis. Und das kann auch in deinem Leben passieren. Das nächste Mal, wenn du vor einem unüberwindbaren Problem stehst, fang an, Gott zu loben und zu preisen. Fang an, ihm zu sagen, ich schaffe das nicht. Mein Finanzberg ist zu groß, meine Krankheit ist zu, das, was die Ärzte gesagt haben, ist zu schlimm. Ich schaffe das nicht. Aber ich proklamiere, du bist größer. Du bist größer als alles, was die Ärzte gesagt haben, was ich habe. Du bist größer als mein Bankkonto-Saldo. Du bist größer als die Probleme in meiner Familie. Du bist größer als meine Suche nach einer richtigen Arbeit. Du bist größer als alle Berge, alle Mauern, die vor mir stehen. Ich lobe dich, ich preise dich. Du bist der Gott, der Wunder tut. Ich glaube, dass du größer bist als mein Problem und dass du diese Mauern fallen lassen wirst. Die Maya hat das formuliert vorhin. Sie hat gesagt, gemeinsam mit euren Gebeten musste sich die Umstände beugen. Sie hat es fast wörtlich so gesagt. Ne? Es musste sich beugen vor der Macht des Gebetes und des Lobes und des Preises. Nächstes Mal, wenn du dich beklagen möchtest, nächstes Mal, wenn du sagen möchtest, ich schaffe das nicht, nächstes Mal, wenn du sagst, ich komme nie aus diesen Schulden raus, nächstes Mal, wenn du sagen willst, ich bin so krank, sag nicht, ich bin krank. Sag, mein Gott ist größer. Sag nicht, ich komme nie aus diesem Schuldenberg raus. Sag, mein Gott ist größer. Sag nicht, ich finde keinen Job. Sag, ich habe den richtigen Job zur richtigen Zeit, denn mein Gott ist größer. Und ich sehe, wenn du das tust, immer wieder tust, nicht einmal, es sind sieben Tage lang, viele Male sind die um Jericho mit ihrem Lobpreis gelaufen. Manchmal musst du ein bisschen länger loben. Manchmal musst du ein bisschen länger vertrauen. Manchmal musst du ein bisschen länger deklarieren, mein Gott ist größer. Aber zu seiner Zeit wird die Mauer fallen. Amen. 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 Dann Leute, die das erlebt haben, und ich gehöre dazu. Amen. Gott ist treu. Amen. Und Lobpreis ist tatsächlich eine gewaltige Macht. Darum, mach deinen Mund auf, nicht um mit deinen eigenen Worten zu sprechen, sondern um Gott zu loben und zu preisen. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja, Herr Jesus, wir stehen hier und wir sind Zeugen, Herr, für das, was wir gerade gehört haben, was du damals in Jericho getan hast, Herr. Du hast das getan für dein Volk damals, Herr.
Du hast ihre Feinde, die unüberwindbar schienen, überwunden, Herr. Du hast ihnen das Geheimnis offenbart. Nicht in Kraft, nicht in Macht, sondern durch deinen Geist haben sie Jericho fallen sehen, die Mauern fallen sehen, Herr. Durch die Kraft des Lobpreises, deinen Namen groß zu machen, hast du einen gewaltigen Sieg gegeben. Und ich bitte jetzt Sam und Maya, wenn es geht, sie nochmal nach vorne kommt, wir werden gleich nochmal das Lied singen. Lobet Gott in seinem Heiligtum. Und wir wollen das tun, Herr, wie damals dein Volk. Wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen, wir wollen dir die Ehre geben. Wir wollen nicht auf unsere Umstände schauen. Wir wollen dich erheben über unsere Unmöglichkeiten, Herr. Und wir danken dir, dass du größer bist als das, was wir vermögen, das, was wir sehen, das, was wir können. Wir geben dir die Ehre. Wir geben dir den Lob, den Preis und die Anbetung. Und ich lade dich ein, wir singen gemeinsam nochmal. Halleluja, lobet Gott in seinem Heiligtum. Und ich lade dich ein, wenn du eine Situation hast in deinem Leben, die scheinbar unmöglich erscheint, wo du denkst, dann komme ich alleine nicht klar, wo du denkst, das schaffe ich nicht, wo du denkst, das überwältigt mich, wo du denkst, ich möchte aufgeben, wo du denkst, das ist schon so lange so und das verändert sich nicht. Fang an zu loben, zu preisen und nimm diesen Moment jetzt, wenn du dieses Lied singst, und gib diese Situation ab bei Gott.